Ja, moin zusammen. Hier ist euer Jörg, Jörg Langer, euer Taschenfreak. Kofferfreak. Ich habe hier ein hübsches Monstrum stehen von Aleon Cases. Von denen habe ich schon mal was getestet. So einen tragbaren Alu-Koffer als Rucksack. War ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und habe jetzt seit vielen Monaten, auf Instagram habe ich schon mal darüber berichtet, ich glaube seit Sommer, Spätsommer 23, diesen Aleon Case im Einsatz. Sieht erstmal aus wie ein klassischer, ich sag's mal so, Remover-Alu-Koffer. Ist ein Fotokoffer und ist ein Reisekoffer. Ist beides. Und das macht das Ding für mich im Alltag so spannend. Ich habe ihn jetzt am Wochenende als Reisekoffer mal wieder im Einsatz gehabt. Die Woche davor für ein Corporate, für ein Business-Shooting, wo tatsächlich so alles mit musste. Mit kleineren Stativen, mit ein bisschen Lichttechnik, mit vielen Akkus, auch fürs Licht, mit größeren Akkupaketen, mit Mikrofonen und so weiter. Dann ist das mein Case. Das ist der Aleon Case, ich glaube 2628 PL. Ich schreibe es euch unten rein, wie er genau heißt. Und ich möchte ihn euch jetzt gerne mal kurz vorstellen. Viel zu sagen gibt es letzten Endes bei einem Alu-Koffer nicht. Er hat eine Aluhülle, er hat einen Trolley, wie nennt man das, Trolleygriff, der super schön auch fein rastet, hier an der Stelle, der gut einrastet, der hier oben eine schöne Taste hat, die verdeckt ist, der sich komplett hier hinten auch integrieren lässt. Er ist äußerst robust. Ich habe seit vielen, vielen Jahren auch einen Remover-Trolley für so diese Größe etwa, mit vielen Aufklebern drauf, so wie ein Remover-Trolley aussehen muss. Der hier ist leiser von den Rollen her und ich glaube und behaupte auch einen Ticken robuster. Alleine wenn ich mir diese Scharniere hier hinten angucke, starke Aluminiumscharniere mit zusätzlichen Kunststoffelementen dran, coole Gummifüße, so dass ich den Koffer auch abstellen kann. Wenn ich es natürlich schaffe, die Füße, die Rollen hinten wegzubiegen. So, dann steht er jetzt nicht auf dem Alu, sondern steht auf seinen Gummifüßen. Einen Griff mit Federmechanismus, mit Gummipömpel, dass er nicht so hart aufs Alu aufklappt. Mit zwei Schlüssern mit TSA-Schloss, sodass die Flughafen-Security reingucken kann, aber sonst kein anderer. Hier auch entsprechend der Koffer, hier fehlt allerdings der Gummipömpel. Erster Kritikpunkt, aber es werden nicht viele, keine Angst. Der zweite Kritikpunkt, den kann ich direkt vorwegnehmen. Der hier ist mir persönlich zu kurz. Der könnte so viel länger sein, weil man dann auch so einen großen Rucksack oder sowas besser hier drüber stülpen könnte. Und für so einen großen Kerl, 1,93 wie mich, dürfte er 5 cm länger sein. Aber das sind die einzigen Kritikpunkte. Hier klappert es und der hier könnte ein Stückchen länger sein, was er vom Bauformat her auch machen könnte. Man muss allerdings dazu sagen, der ist aus einem Stück. Nicht wie bei vielen anderen, auch Remover-Trolleys, die Rohr-in-Rohr-Konzept haben. Er ist aus einem Stück, was ihn dafür extrem stabil macht. Also, Aleon Case. Was kann das Ding? Ich habe ja gesagt, es ist Reisekoffer und Fotokoffer in einem. Also die Schlösser, das seht ihr, die funktionieren auch, wie man das von handelsüblichen Koffern kennt, mit einem 3-kotrigen Zahlenschloss. Ganz ehrlich, ein 4er wäre schon auch cool, weil es deutlich, deutlich mehr Kombinationen gibt. Aber sei es drum, geht auch so. Die hakeln nicht, die klappen immer. Wenn man den Koffer richtig zugemacht hat, dann klappt das immer. Er hat das typische Alu-Riffelprofil mit diesen Querrillen hier. Das ist so Aleon Case markenspezifisch. Gefällt mir aber sehr, sehr gut. Er kommt schlicht daher, aber ist ultra robust. Man sieht jetzt hier auch schon die ein oder anderen Kratzer, Macken. Er ist auch schon an Bordsteine gewatzt worden. Er war schon am Flughafen, er war schon am Bahnhof. Viel im Auto mit mir unterwegs gewesen. Hotel, Kopfsteinpflaster. Der hat ein paar Kilometer jetzt hinter sich und sieht immer noch quasi bis auf ein paar Macken aus wie am ersten Tag. Das muss man einem Koffer, machen wir uns nichts vor, einem Alu-Koffer aber auch ansehen. Der muss das Leben, der muss die Reise letzten Endes zeigen. Gucken wir mal rein. Hier oben sieht es im ersten Step, oh, haben wir hier ein Haar, das ist nicht von meiner Frau. Das würde er nicht erklären müssen. Hier haben wir normales Schaumstoffpolster im ersten Step. Hier innen drin haben wir ein Innenleben, eine herausnehmbare Tasche. Zeige ich euch gleich. Unter diesem Schaumstoff-Noppen, wie auch immer Material, haben wir hier oben, ganz normal, wie man es vom Reisekoffer kennt, ein Gummiband und nochmal eine Innentasche mit Netzstoff. Hier transportiere ich tatsächlich einen Schuhlöffel drin. Hier habe ich auch das MacBook in der eigenen Tasche schon drin gehabt. Dann wird es natürlich ein bisschen dicker, dann lasse ich das raus, wenn hier mehr Equipment reinkommt. Jetzt auf der letzten Reise hatte ich hier meine Dreckwäsche drin, und habe die schön brav hier oben reingemacht. Da war das allerdings nicht mit dabei.
Das passt hier sehr, sehr gut rein. Das Teil hat sogar einen eigenen Handgriff, ist schön gelöst und vor allen Dingen unauffällig. Und es macht sich so schmal, dass man das noch gut davor bekommt, wenn man hier wertvolles Fotoequipment drin hat. Ich mache es mal eben wieder zu. Größer dürfte er auch nicht sein, dann wird es wirklich ein bisschen unhandlich hier auf dem Tisch. Zack, das hier wieder zu. Und ich mache auch das wieder davor, damit ihr seht, das passt trotz dem Innendäschle im Deckel immer noch sehr, sehr gut. So, dann haben wir hier mit einem Reißverschluss geschlossenes Foto-Insert. Da zeige ich euch Fotos, das ist jetzt mit dem Video wahrscheinlich schwierig, das hier super viel Innenleben hat. Tiefe Fächer für Gurte, Kram, Kameras. Ich habe hier in der Regel 3 Kameras drin. Ich habe hier unten Stativtechnik drin. Hier sind Lichter drin. Hier sind Objektive drin und Zubehörsachen. Da passt schon richtig eine Menge rein. Damit es von oben auch geschützt ist, gibt es diesen Überwurfdeckel. Den muss man natürlich nicht immer zumachen. Kleines Manko, der Reißverschluss, der klemmt sich hier, das sieht man auch, gerne mal zwischen die 2 Alu-Elemente. Da muss man wirklich aufpassen, dass der beim Verschließen, so wie der hier nach innen zeigt, dass man sich die Alukante nicht verbambelt hier an der Stelle. Ja, verbambelt ist bestimmt ein Wort, was irgendwann im Duden aufgenommen wird, glaubt mir's. So, dann machen wir das Ganze mal zu. Ist letzten Endes ein sehr, sehr schickes, aber auch schlichtes Foto-Insert, was man natürlich hier auch rausnehmen kann. Und dann sehen wir schon, es hat 2 Griffe, die auch lang genug sind, sodass man es, auch wenn es voll beladen ist, durch die Gegend tragen kann. Hier unten ist ein wiegeartetes Brett drin. Es ist kein Holz, es ist nicht super starr. Man kann es biegen, aber es bleibt stabil. Auch wenn es voll beladen ist, hängt das Ding nicht durch. Es bleibt formstabil. Ich stelle das mal kurz zur Seite. Das Foto Innenleben. Die Maße und so weiter schreibe ich euch alle unter die Videobeschreibung. Ja, und dann haben wir hier innen drin, wie man es von einem Reisekoffer her kennt, nochmal so ein Teil, das auch wie bei Remova mit Gummis und mit Klett festgemacht ist, dass man eben über seine Sachen hier drüber spannt und entsprechend abschließt mit diesem Netzfach für Waschbeutel, hier Schuhlöffel, Medikamente, was auch immer. Und dann hier unten eben das normale, mit Stoff ausgekleidete Innenleben. Sehr, sehr robust. Man sieht auch die Schrauben, die übrigens mit handelsüblichen Torx hier gemacht sind. Da ist nichts genietet, das ist geschraubt. Und das finde ich schon mal in Richtung Service, Nachhaltigkeit, eine geile Sache. Da kauft man sich eben in 10 Jahren ein neues Schloss für kleines Geld und schraubt es dran und muss nicht den Koffer wegwerfen, so wie das bei vielen anderen der Fall ist. Also serviceorientiert, nachhaltig orientiert, ist schon eine feine Sache. Auch diese Gurte hier innen drin, die sind verschraubt und nicht vernietet. Muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie ihr gesehen habt, dieses Fach ist unter dem Foto-Insert, wenn ich es wieder reinpacke. Auch das ist so bemessen, dass das passt. Ich muss also nicht immer hin und her umbauen, sondern ich muss, wenn ich auf Reise gehe und habe mein Fotokram in der normalen Fototasche und eben nicht in diesem Koffer, einfach das Insert rauslegen, lasse das zu Hause im sicheren Home-Bereich und habe meinen Reisekoffer fertig. Ich nehme dann einfach die Noppenfolie und das Ding raus und habe einen ganz stinknormalen Reisekoffer. Stinknormal, extrem schick, extrem robust, extrem coole Rollen. Stinknormal ist er ja nicht. Aber ich habe eben einen großen, belastbaren Fotokoffer und einen Reisekoffer in einem Gerät. Das alleine, finde ich, rechtfertigt auch den sicherlich nicht ganz günstigen Preis. Transparenz an der Stelle, ich habe nichts dafür bezahlt. Vielen, vielen Dank an Leon Cases. Der wird mich noch viele, viele Jahre begleiten. Und ja, mein Remova mit den vielen Aufklebern drauf, der geht so langsam in Rente, weil mit zunehmendem Alter nimmt man auch mal ein Kistchen mit. Hier ist ein kleines bisschen mehr Platz als in meinem anderen. Ich benutze ihn tatsächlich jetzt auf Reisen und ich werde nach diesem Video auch anfangen, ihn, ja, wie soll ich sagen, zu personalisieren. Auch er hier wird den einen oder anderen Reiseaufkleber bekommen. Aleon Case 2628 PL oder so, ich schreibe es auch hier nochmal drunter, ein schickes Teil. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an. Der geht nicht weg, der bleibt bei mir. Das ist meine, danke Aleon Case, und ich werde den noch reichlich benutzen und euch auch dann jederzeit die Fragen natürlich beantworten können. In diesem Sinne, meldet euch, danke, dass ihr zugeschaut habt, Abo und Like, das kennt ihr, freue ich mich extrem drüber, auch gerne Kommentare, ihr dürft mir auch gerne sagen, dass ich nicht während dem Video klopfen soll oder auch mal atmen soll oder nicht so schnell reden soll oder meinen hessischen Dialekt in den Griff kriegen soll, alles valides Feedback, sehr, sehr gerne. Schreibt mir es einfach drunter. Ansonsten habt Dank. Wenn es euch gefallen hat, auch dann dürft ihr das gerne drunter schreiben. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ich rede wirklich zu schnell.